Zuerst mal vielen Dank, dass wir uns heute hier unterhalten dürfen und einiges aus Ihrem Leben wirken und Erkenntnissen erfahren dürfen. Auch wollen wir etwas erfahren über, vielleicht in einem späteren Beitrag, über Ihren Vater, Onkel, den Fotografen und Filmer und den Großonkel Franz Klimm, den Domforscher. Diese Personen waren und sind in Speyer doch Persönlichkeiten geworden. Doch zuerst fangen wir mal an mit Ihrer Biografie. Sie sind heute Dr. Peter Klimm und sind geboren, wann, wo, wie war mit der Familie, das erzählen Sie. Am 5. November 1939, nicht in Speyer, sondern in München, weil da meine Mutter befreundet war mit einer Familie, aus der Schweiz stammenden Großbürgerfamilie, wo die Töchter Hebammen waren, beziehungsweise die eine Tochter. Und da hat meine Mutter ein bisschen allein, weil mein Vater damals schon beim Militär abgezogen war, mit ihrer Schwangerschaft zurechtkommen müssen und ist dann nach München gefahren und hat mich dort auf die Welt gebracht. Und zwar in einer Bibliothek wie hier. Es war der Vater von den Hebammen, war nämlich ein Germanistikprofessor, der einen Salon geführt hat und der das erste Buch über Hugo von Hofmannsthal geschrieben hat. Und genau in dieser Bibliothek bin ich dann auf die Welt gekommen. So, aber dann kamen Sie auch wieder irgendwann nach Speyer. Sehr schnell. Und wo haben Sie da in Speyer gewohnt? Ich darf vielleicht noch zwei Merkwürdigkeiten dazu sagen. Ich hätte fast den Knall hören können, 5. November 1939, von dem Attentat auf Hitler, ein paar Kilometer entfernt von dort, wo ich auf die Welt gekommen bin, drei Tage später, mit dem Elsa. Und das andere war, dass genau dort, wo ich auf die Welt gekommen bin, ein Jahr vorher, die Tochter von Göring auch bei diesen Hebammen auf die Welt gekommen ist, die Edda. Interessant. So, Sie kamen dann aber nach Speyer. Und wo haben ja, meine arme Mutter, das war ja mittlerweile kalt und unwirtlich und die Zugverbindung nach Speyer nicht so großartig. Bei Germersheim bin ich ihr, wie sie den Zug verlassen, beim Umsteigen den Zug verlassen hat, bin ich ihr entglitten und bin auf das Gleis gefallen, als Wickelkind. Das war natürlich nicht so besonders großartig, vielleicht hat meine spätere persönliche Entwicklung da etwas gelitten darunter. Jedenfalls bin ich dann in Speyer gelandet, im Haushalt meiner Mutter, beziehungsweise deren Mutter, meiner Großmutter, hier in Speyer, in der Schraudorfstraße 14. Und hatten Sie dann noch Geschwister? Geschwister habe ich keine, nein. Geschwister haben Sie keine. Aber Sie können sich noch an Ihre Großeltern, die Onkel und Tanten und so weiter erinnern, die öfters mal bei Ihnen waren? An eine Großmutter kann ich mich erinnern, nur eine Großmutter. Die beiden Großväter waren längst tot. Und ja, sonst, mein Gott, ja, da war eigentlich, war ich in einem Frauenhaushalt. Meine Großmutter und meine Mutter, mehr war da nicht. Und die haben große Mühe gehabt, später dann in den ersten in den späteren Kriegsjahren und im Nachkrieg, mit mir überhaupt zu Rande zu kommen. Wir haben jetzt gehört, Ihr Vater war ja im Krieg. Der war im Krieg, ja. Und in russischer, der war an der Front. Der war seit 1941 bis 1945 war der an der Front. Und zwar an der Nordfront, in der Nähe von Leningrad, in den Sümpfen. Und ist dann in Gefangenschaft geraten in Leningrad, und da er Architekt war, haben die ihn gut gebrauchen können, und das war eigentlich einerseits zu seinem Vorteil. Er hat gewisse Vorteile gehabt als Baumeister, so wurde er ja gebraucht als Baumeister, und hat dort sehr viel gebaut. All diese schlimmen Viertel in der Peripherie von Leningrad, da hat mein Vater gewirkt und hat diese scheußlichen Dinge mitgebaut. Das hat ihm den Vorteil gebracht, dass er nicht verhungert ist, dass er ab und zu ein Brot zugesteckt gekriegt hat, dass er als gebraucht war. Und der Nachteil war, dass sie ihn, obwohl er ja mit Nazi nichts am Hut hatte, gar nichts, überhaupt nichts,
dass er sehr spät zurückgekommen ist, nämlich erst seit Ende 1949, sodass ich die ersten 10 Jahre ohne Vater praktisch und nur mit diesen beiden Frauen, Mutter und Großmutter, aufgewachsen bin. Aber ohne Vater, klar, das ist traurig, aber haben Sie dann von Ihrer Mutter und Tante zu Hause Liebe, Zuneigung, haben die Ihnen zugehört, waren die für Sie da? Ja, die waren für mich da. Nicht besonders übermäßig. Die waren mit Überleben beschäftigt. Meine Großmutter war schon recht alt und meine Mutter war schon sehr für mich da, insofern, dass sie mir praktisch das Überleben gesichert hat. Denn sie ist jeden Tag 1,5 Kilometer hin und her zum Großbauer Vogler und hat 1 Liter Milch geholt. Ohne diesen Liter Milch wäre ich wahrscheinlich verhungert, denn wir haben wenig gehabt. Sie haben ja gewohnt in der Nähe vom Luchacker oder gegenüber vom Luchacker und da waren ja auch andere Kinder. Was habt ihr da gespielt? An was können Sie sich da noch gut dran erinnern? Und da war auch eine Kaserne in der Nähe. Ja, die Kaserne war sozusagen die Attraktion. Die hat das Leben dort noch im Krieg. Ich habe ja noch Erinnerungen an die Wehrmachtszeit. Da war ich 4 Jahre alt, das habe ich noch alles mitgekriegt. Und was haben Sie da erlebt? Dass die Soldaten täglich da vorbeimarschiert sind und haben diese Lieder gesungen. Hoch drum auf dem Berg oder Lore, 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 Lore. Diese Lieder habe ich dann mitgesungen. Das hat mich begeistert. Ich war also ein begeisterter Militarista. Die sind ja da stramm durch unsere Straße gegangen, nicht die Paulstraße, sondern die sind durch unsere Straße, die Schradelstraße gegangen. Und jeden Tag. Und ich habe sie erwartet, wie sie abends zurückgekommen sind vom Truppenübungsplatz oder wo sie da waren. Und da erinnere ich mich an eine ganz besondere Geschichte, wenn sich Schwester Schnurren interessieren. Ich habe die Lieder oben am Fenster hinausschauend mitgesungen und habe Soldaten aufgestellt, indem ich Äpfel durchgeschnitten habe und als Soldaten dahingestellt habe. Die habe ich dann im Takt essen wollen, wie die da unten vorbeigegangen sind. Ein bisschen später bin ich hinterhergelaufen, hinter den Soldaten. Und dann ist Folgendes passiert eines Tages. Ich bin da einfach mitmarschiert. Es waren ungefähr 150 Meter bis zum Eingang der Kaserne. Und bin mit denen in die Kaserne hineinmarschiert. Das haben die irgendwie nicht verboten. Die haben mich da durchgehen lassen oder hat mich übersehen. Auf einmal war ich in den Mannschaftsstuben da drin, zum großen Vergnügen dieser Soldaten dort. Und meine arme Mutter wusste nicht, wo ich bin. Wie ich da wieder rausgekommen bin, weiß ich nicht mehr. Okay. Aber in dem Luchacker, was habt ihr da als Kinder gespielt? Das hieß ja damals noch, das war doch... Nach dem Krieg. Nach dem Krieg war das alles, ja. Ja, vor dem Krieg haben wir auf der Straße eher gespielt. Im Feuerwehrpark durfte wenig, da kann mich nicht erinnern, dass man, da war ich höchstens in Begleitung mit meiner Tante, kann mich mal erinnern. Selten im Luchacker, das war erst nach dem Krieg, die Luchacker-Zeit. Sondern auf der Straße, da haben wir schon natürlich gespielt. Und ja, mein Gott, ja. Nach dem Krieg, soll ich das gleich anschließen? Ja, bitte. Nach dem Krieg war es natürlich eine aufregende Zeit erstmal. Ich kann erzählen, wie ich in diesem Haushalt, in diesem Haus Nummer 14, Schradolfstraße, wie ich da als einziger Mann unter lauter Frauen war, Großmutter, Mutter und oben eine Harmonium spielende fromme Mieterin. Die haben Angst gehabt, wie die ersten, Es kamen die Amerikaner, dann die Franzosen. Erst kamen die Amerikaner, und zwar erst die schwarzen Amerikaner. Und da haben die Frauen gezittert. Die waren ja irgendwie voller Angst, mit Recht, natürlich. Und die haben mich vorgeschickt. Da war ich 5 Jahre alt, habe die Tür geöffnet, und dann sind die da reingedrungen, haben ein bisschen gelacht, weil sie mich da gesehen haben, und haben dann das Haus durchsucht, so wie das üblich war, aber die Frauen haben mich vorgesucht. Die haben natürlich vorher alles Mögliche versucht zu verstecken, das kann mich noch daran erinnern, wie sie zum Beispiel das obere, die Kammer im Oberstock, im Dachgeschoss,
ihre Wertsachen versucht haben, da hineinzustellen, wenn sie sie nicht im Garten vergraben haben. Und haben da einen Schrank, einen großen Schrank davor gestellt, vor die Tür. Und unten haben sie Lamprey hingebastelt, dass die das nicht merken. Die haben das in der Tat übersehen. Ich weiß nicht, was da alles an Wertsachen drin war. Ich weiß auch nicht genau, was sie vergraben hatten. Das ging an mir vorbei. Aber solche Geschichten. Den einzigen Mann vorgeschickt und nach 2 Stunden waren die weg. Und wir haben Gott sei Dank keine Einquartierung bekommen, wie viele andere um mich herum. Ja. Ja, und mit den Kindern, die noch die da ja, waren. Ja, frühe Gruppenbildung, ja, kann man sagen. Es gab viele Kinder zu der Zeit. Es gab ja Nazi-Zeit und viele Kinder. Da war die Familie Kornmann ja vorbildlich. Die haben da so 11, 12 Kinder gehabt. Und aber mit denen habe ich, die waren meistens älter. Ich habe mit anderen gespielt, die, der Rolf Wolf und der Weigemeyers Gustl und der Beppale Messmers, der Zinsers Emil, all die. Wir haben eine kleine Bande, Kreuze Dieter, eine kleine Bande gemacht und wir haben mit anderen Banden ein bisschen gekämpft auch. Das gab es schon. Wir waren ein bisschen wild, ja. Wir waren ein bisschen wild. Ja. Ist das ein bisschen zu ausführlich, was ich da erzähle? Nee, das ist schon in Ordnung. Und hatten Sie dann auch einen Kindergarten besucht? Nö, gar nie in einem Kindergarten. Das gab es damals nicht. Es gab doch die zerstörte, in der Tiergenüssenanstalt gab es einen Kindergarten, aber da war Bombe hineingefallen. Gegenüber vom Eingang der Kaserne ist eine Bombe hineingefallen. Da war der Kindergarten, aber die haben mich nie in den Kindergarten. Ging auch so, habe ich nicht nötig gehabt. Nee. Es waren genug Kinder auf der Straße und ich war mittendrin und ich war ein kleiner Bandenführer sogar. Okay. Ich mal ein, dass Bandenführer, wir haben gegen eine andere Bande gekämpft. Mein Intimfeinde war der Zillers Möpsel. Okay. Und dann haben Sie auch mal eine Schule besucht. So schnell wollen Sie voran? Ja, Schule. Ja, wir können. Naja, nach 45 stimmt. Ich bin ja eingeschult worden, 45. Ja, das war aber das misslungen, muss ich sagen. Ich bin da eingeschult worden, ohne Schiefertafel, ohne Ranzen, ohne alles. Ich habe nur einen Griffel gehabt, einen Mehlgriffel, und den habe ich sofort verhandelt mit dem anderen, sodass ich gar nichts mehr hatte. Bin nach Hause gekommen, ohne alles. Meine Mutter hat mir ein Buch Hülle gegeben als Ersatz für einen Ranzen, aber da war nichts drin. Ich glaube, ich bin sogar barfuß in die Schule gegangen, allein in die Schule gegangen, vom Lohacker bis zur Zeppelin-Schule. Und da war ja noch das Rote Kreuz auf dem Dach, das war ja alles noch sehr, 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 sehr anders. Und da hat es gestunken und da sind wir dann zu 70, glaube ich, herumgesessen, eingeschult. Und ich saß da in der letzten Bank hinten und es war alles ganz voll und hat gestunken und es war chaotisch. Und neben mir war einer, ich glaube, der hieß De Poigne. Und er hat frecherweise, ganz einfach, seinen Darm entleert auf der letzten Bank. Ja, solche Geschichten, das war alles sehr, sehr, sehr heftig. Und der Schulbetrieb, ist der dann da schon 45 ganz normal gelaufen? Oder wie? Ja, ich war ja nicht lang drin, denn ich habe dann Keuchhusten bekommen und durfte dann gar, ich weiß nicht, nach kurzer Zeit habe ich Keuchhusten gehabt. Und da durfte ich gar nicht mehr in die Schule gehen, sodass mein erstes Schuljahr, das war ja sowieso ein abgekürztes durch die Umstellung von der Nazi-Zeit auf Besatzungszeit, sowieso bloß ein Dreiviertel oder ein halbes Jahr gedauert hat und davon habe ich ein Vierteljahr gefehlt. Kurzum, ich musste nochmal eingeschult werden, 46. Also ich bin erstmal gescheitert in der Schule. Und der Schulbetrieb, wie ist denn der so vor sich gegangen? Ihr habt ja einen Lehrer gehabt und da waren 70 Kinder irgendwo hinten gesessen. Ja, es waren dann weniger, das zweite Mal. An was für Begebenheiten können Sie sich da noch erinnern in der Schule? Ach, in der Schule, mein Gott, ja. Es war ja Konfessionsschule, wir waren alle Katholiken und da war eine fromme Lehrerin und die hat mir, ja, ich war ja nicht so sehr fromm von der Familie mehr her, weil meine Mutter und so weiter auch nicht mehr fromm war und es war bemerkt und es war ja eng und jeder hat ihn gekannt. Also bin ich ein bisschen gemobbt worden in der Schule. Ich war zwar dann, es war 1946, da war ich zwar sehr gut, der Beste eigentlich im Turnen,
Ich bin als Einziger die Kletterstange sehr schnell, aber ich habe halt einen Vierer bekommen. Warum? Weil meine Mutter nicht in die Kirche gegangen ist, schätze ich von heute aus gesehen. Das waren so Verhältnisse. Oder ich habe nie ein Fleißbildchen bekommen, wie der mir zum Vorbild am laufenden Band vorgestellte, aus der frommen Familie stammende, spätere Schriftsteller Wolfgang Müller, genannt Käsmüller. Der hat jeden Tag ein Fleißbildchen bekommen. Ja. Und die Lehrerin, ja, die war ein bisschen statistisch, die hat, darf ich das erzählen? Ja, bitte. Wir sind ja ein Rohrstock gehabt und er hat sich die Zähne gefletscht. Er hatte richtig statistische Lust gehabt, einem auf die Fingerspitzen mit ihrem Rohrstock zu hauen. Das habe ich auch öfter mal erlebt. So war das. Oder im Turnen, Lehrer, mein Gott, Lehrer. Da haben wir eine Lehrerin gehabt, das war, glaube ich, die Junge, die hat nicht viel Erfahrung gehabt. Und die hat voll die Idee gehabt. Die hat in der Mitte der Turnhalle in der Zeppelin-Schule in der Alten, hat sie einen Medizinball hingelegt und hat in die vier Ecken des Turnsaals, hat sie vier Riegen gebildet und hat dann ein Tempo, einen Wettlauf gemacht, dass alle sich auf den Medizinball stürzen. Da ich ja gut war und schnell, war ich der Erste und die ganze Klasse sagte mich schon, ich habe Gehirnerschütterung gehabt, mit anderen Worten. So war das. Und dann bin ich dann mit Gehirnerschütterung allein, wahrscheinlich mit Holz. Mittlerweile hat man ja Holzschuhe gehabt, aus Holland gestiftete, von den Calvinisten gestiftete Klompen. Mhm. Und mit denen bin ich dann mit Gehirnerschütterung den Weg zurück in die Schauderstraße. Und der Schulbetrieb, wie lange hat er gedauert? War er von 8 bis um 1 Uhr? Nachmittags haben wir auch Schule gehabt. Nachmittags auch Schule. Ja. Und was war Fächer? Mittagspause 2. Was weiß ich. Die üblichen Religion. Religion, Rechnen, Schreiben, Lesen. Rechnen, Schreiben, Lesen, ja. Und das habe ich dort 4 Jahre dann durchgezogen. Und waren die Lehrer so, dass sie einen begeistert haben? Oder waren das, ja, ich habe ja gut. Ich lache, weil die Lehrer mich nicht begeistert haben. Ich kann mich nicht an gute Lehrer erinnern. Wir haben die meiste Zeit diese Lehrerin Kessler gehabt und das war lieber mir gegenüber nicht gut. Ja. Und ein paar andere Lehrer, ja, für die müssen wir basteln und so weiter, die waren kriegsbeschädigt. Färber hieß, glaube ich, einer. Einer hat geheiratet, spät geheiratet. Und dann gab es noch so ein paar Respektspersonen, die haben aber nicht selber als Lehrer gehabt. Ja, es war halt alles noch ein bisschen ungeordnet und durcheinander. Und die Verhältnisse waren ja alles andere als fest in der Nachkriegszeit, bis dann die Währungsreform gekommen ist, habe ich auch noch Erinnerung. Es war ein bisschen wild und mittlerweile in dem Haushalt, in dem ich gewohnt habe, da sind die Frauen mit mir halt als wild aufwachsendem Jungen, der mit kleinen Banden versucht hat, die Franzosenkinder zu verdreschen und solche Geschichten zu machen, oder die Zigarettenkippen gesammelt hat, oder die Zigarettenpapierchen, wo man Geld dafür bekommen hat, zu sammeln, oder die leeren Patronen, wo ich mir einbilde, dass da Blut einmal dran hing und so weiter. Die Schüsse aus der Kaserne, wo die nach dem Zapfenstreich die französischen Mannschaften in den Fenstern im Sommer hingen und manchmal mit dem Gewehr rausgeschossen haben, nicht auf uns, sondern einfach in die Luft aus Frust oder sonst was. Das sind natürlich, und dieser Sommer überhaupt, dieser Sommer 45, der war so intensiv, weil ja die Sommerzeit so geregelt war in der Besatzung in den ersten Jahren, dass es bis Mitternacht hell war und dass dann die Franzosen mit ihren Jeeps da rumgefahren sind und manchmal haben sie ein erschossenes Wildschwein da hängen gehabt und der Wald hat nach Waldbränden gerochen und so, es war eine wilde Zeit und das hat mir gepasst. Das war fast die glücklichste Zeit in meinem Leben, obwohl ich fast verhungert wäre. Das habe ich nicht gemerkt, weil meine Mutter den Liter Milch jeden Tag gebracht hat. Okay. Vater war vergessen, der war nicht da. Meine Mutter hat gezittert und die Feldpostbriefe, die dann schließlich endlich ein
kamen nicht die Feldpostbriefe, sondern die Kriegsbriefe. Da konnte man 25 Wörter schreiben, da hat mein Vater 25 Wörter drauf gebastelt. Die sind nicht am Anfang gekommen, meine Mutter wusste nicht, ob der noch lebt. Das war für sie sehr schwierig und sie hat durchgehalten. Das muss ich ihr natürlich sehr hoch anrechnen, aber ich habe es nicht gedankt, sondern ich habe Fußball gespielt. Fußball gespielt seit ungefähr 1947, weil man ja dazu aufgefordert war, und weil ich sehr schnell in eine Mannschaft mich integriert habe. Und wir haben dann von morgens bis abends Fußball gespielt. Und meine arme Mutter hat mich noch einmal zu dem Essen zurückgebracht. Und wie kann man sich das vorstellen, in den Jahren 45, 46, 47 mit Essen? Wie ist da so ein Tag abgelaufen? Was gab es da zu essen? Rührei. Nee, zum Frühstück? Zum Frühstück. Was gab es denn da? So eine Art eingebrocktes. Okay. Brot eingebrockt mit Milch. Ja, ja. Solche Dinge. Und mittags Ei? Mittags Rührei, wenn es hochkam. Ja, aus dem Garten viel Gemüse, weil meine Großmutter hat den Garten gepflegt und da gab es Bohnen. Übrigens allein die Beschaffung von Bohnenstangen konnte nur durch Erlaubnisschein gemacht werden. Da musste man dann an den Rhein fahren, musste Bohnenstangen kaufen. Okay. Und ich musste durch die Straßen gehen, um den Garten aufrechtzuerhalten, auch noch um den Pferdedung. Die Pferdeäpfel einzusammeln. Da habe ich 50 Pfennig, Reichspfennig bekommen von meiner Großmutter, wenn ich den ganzen Tag lang alle Straßen von Speyer abgesucht habe, um so einen Eimer mit den kärglichen, allmählich vertrocknenden Pferdeäpfeln zu füllen. Das war, ja, da gibt es sehr viel zu erzählen. Und als Schulbrot, was gab es damit? Da gab es ja Schulbrot und gab es auch eine Schulspeisung. Schulspeisung, ja, in der ersten Pause stand da doch ein riesen Kessel. Und da haben wir Suppe bekommen und Esszett-Schokolade. So kleines Esszett-Schokolade gab es da sozusagen als Nachspeise dazu. Wir wären wahrscheinlich auch verhungert, wenn wir das nicht bekommen hätten. Und ihr musstet dann so eine Suppenschüssel mitbringen und daraus habt ihr gegessen? Ich glaube, dass es so war. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. An was für Begebenheiten mit Schulkameraden erinnern Sie sich noch? Schulkameraden in der Volksschule? Volksschule, ja. Ja, da saßen halt ein paar neben mir, mit denen ich. Ich habe besondere Freundschaften. Die Freundschaften waren meine Bande. Und die Zeit außerhalb der Schule. Wie ich dann angefangen habe, Fußball zu spielen, das war ja sehr bald. Und das aufgehört hat mit den Älteren, die da Rollschuh gelaufen sind, ist man auch ein bisschen mitgelaufen und so weiter. Oder Hoppeldi-Knoppel ums Quadrat, das waren so Fangspiele um das Viertel da. Mhm. Ja, aber dann war Fußball. Ich war ein Fußballnarr. Ja, da können Sie mal drüber erzählen. Wo habt ihr überall gespielt, das Fußball? Und, ja, das kam so. Gab es da Turniere oder sowas? Das gab es dann auch später. Ja, wir haben erst hinter unseren Häusern. Wir waren ja ziemlich damals am Stadtrand. Und da gab es ja noch freies Gelände. Und da waren so Äcker frei. Und die haben wir zusammengetrampelt mit unserem Fußballspielen. Aber die sind dann peu à peu hergerichtet worden zum Baugrund oder für Besitzer und so weiter. Da musste man immer weiter zurückrücken, sodass man dann, und die waren dann in kurzer Zeit auf einmal Baugebiete, so 1950 waren das Baugebiete und dann zum Schluss sind wir am Germansberg gelandet, dort haben wir Fußball gespielt und da habe ich mal kräftig mitgekickt und da das so gegangen ist, dass die zwei Besten und Ältesten, die haben sich zwei Mannschaften zusammengestellt und da war ich immer mit der Erste. Ich habe mich also großartig gefühlt als Fußballer und habe deshalb ausgiebig Fußball gespielt, so ausgiebig, dass meine Mutter fast verzweifelt ist, weil man mittlerweile ja weit weg war und sie konnte ja nicht jedes Mal da aus dem Haus laufen und das Haus allein lassen und kochen und so weiter, um mich dann 500 Meter weiter zurückzuholen unter dem Gespött der anderen Spieler. Das war nicht möglich. Da hat sie sich ja Schiedsrichterpfeife und hat auf dem Balkon mir gepfiffen. Okay. Aber das hat keine große Wirkung gehabt. Der andere Mutter hat ihren Sohn dann weggeschleppt, kann mich nur erinnern, und da haben natürlich alle gelacht und haben sie ausgelacht. Das war irgendwie, waren wir die
Und die Fußbälle, die ihr da gehabt habt, die Fußbälle, kann man die beschreiben? Ja, die waren natürlich noch ganz anders als heute. Die waren schwer und aus Leder. Das war was Teures. Und die waren selten. Und die haben eine Verschnürung gehabt. Wenn man die Verschnürung an den Kopf bekommen hat, hat man einen Abdruck am Kopf gehabt. Also das war schon ein ganz anderes Spiel als heute. Die Fußbälle. Ich muss ja sagen, als ich überhaupt angefangen habe, mit dem Ball zu spielen, da gab es keinen Ball. Und da, wie ich noch nicht Fußball gespielt hatte, hat meine arme Mutter was Gutes für mich tun wollen. Und die hat Wollknäuel gemacht und hat Gummibänder drum gemacht und hat mir das als Ball gegeben. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie ich den Ball dann habe fallen lassen und er ist am Boden liegen geblieben und ist überhaupt nicht aufgesprungen. Das war ein frustrierendes Erlebnis. Dann kam eben, Gott sei Dank, Hermann Gard, ein älterer, und der war noch wahnsinnig fußbegeistert, wahnsinniger als ich, und der hat die, damit fing es ja eigentlich an, und der hat mich dazu gebracht. Und so, dass das Fußball praktisch bis 1950 habe ich nichts anderes als Fußball gemacht, außer ich habe manchmal geschlägert und solche Dinge und Dinge erlebt. Irgendwann waren Sie ja auch mal engagiert in Vereinen, bei der Kirche, Sie waren bestimmt Messdiener. Da gab es Erfolge und Misserfolge. Können Sie da mal ein bisschen was darüber erzählen? Und dann vielleicht noch vorab, die Kaserne dahin, da waren ja die Franzosen. Hm. Und können Sie sich noch daran erinnern, was Sie mit den Franzosen erlebt haben, die da hinten immer von der Kaserne hier durchgelaufen sind und die Offiziere sind ja da vorgelaufen und haben dann da, ja. Was hat sich da so abgespielt? Ja gut, die Franzosen waren allgegenwärtig. Jeden Tag sind die da auch, wie vorher die Wehrmachtssoldaten, durch unsere Straße marschiert, einmal hinaus auf ihren Truppenübungsplatz oder ihre Truppenübungsplätze, und am Abend sind sie wieder zurückgekommen. Daran kann ich mich natürlich sehr gut erinnern. Die haben ja auch gesungen, sind marschiert und die waren, ja, ich kann mich erinnern, dass sie immer am Schluss von so einer Kompanie waren die Kleinen, die sind kaum mitgekommen. Das war, mussten ganz schnelle Schritte machen. Die haben sowieso, die Franzosen, sehr schnell im Vergleich zu den deutschen Soldaten, haben die schnellere Schrittfolge gehabt. Das ist mir besonders aufgefallen. Natürlich war das interessant, diese Franzosen, die dann um 8 Uhr ihr Zapfenstreich hatte, und da war dann immer das Clairon, das Französische zu hören. Das war sehr schön, das hat sich allmählich eingebaut. Man hat darauf gewartet, dass es kommt um 8 Uhr. Und dann waren die da alle drin, die Mannschaften. Die Offiziere und die Unteroffiziere, die haben ja dann privat gewohnt. Die haben ja dann einquartiert gewohnt, beziehungsweise haben die Cité de France gebaut bekommen, schon sehr früh. Und da sind ja die Offiziersfamilien in die Kaserne gelatscht, immer bei uns da vorbei. Später dann auch zum Gottesdienst, auch bei uns vorbei. Das muss am Germansberg gewesen sein. Und da haben wir diese Kinder gesehen. Und diese Gleichaltrigen oft, und die haben immer so, die Kinder, so helles Blut an ihren Beinen gehabt. Da dachten wir, die Franzosen, die haben da was, so helles Blut. Und wir haben dunkles Blut, wir sind halt Deutsche und das sind dann so, die taugen halt nichts und so weiter. Da hat sich schon wieder was aufgebaut. Das war dieses bei Abschürfungen, hat man in Frankreich bis vor kurzem noch dieses Mittel gehabt, das hat man da drauf geschmiert. Das war gar kein Blut, aber wir haben halt gedacht, das sind halt die Franzosen, das ist ja auch nichts, ne? Wir waren also noch halbe Nazis da diesbezüglich und wollten die verdreschen. Und ich habe auch gehört, dass es solche Auseinandersetzungen gegeben hat. Ich selber war da nicht beteiligt, ich war nur einmal beteiligt, wie mich ein französischer Vater beschuldigt hat. Ich hätte vor seiner Tochter, kleinen Tochter, ausgespuckt. Habe ich aber überhaupt nicht. Das hat er aber so behauptet. Und dann habe ich gesagt, das war ich nicht, das will ich nicht, und bin weggerannt. Dann ist er mir 200 Meter lang, bis er mich gefasst hat, und hat mir Ohrfeigen gegeben. Das war weniger schön, solche Dinge. Oder meine Mutter hat von einem Besatzungssoldat
ihre Mütze vom Kopf gerissen bekommen, weil sie nicht ausgewichen ist aus dem Trottoir. Da war ich auch dabei. Sie hat so Pelzmütze gehabt. Und meine Mutter geschrien und so. Meine Mutter hat geschrien wie im Lochacker bei diesen schönen Bäumen, die dann im Mai geblüht haben, die japanischen Kirschbäume, die da waren, wie die Franzosen, die alle einfach abgerissen haben, reihenweise die ganzen schönen. Mitten in der Blüte, und da ist sie hinuntergerast und hat sie beschimpft. Das war gefährlich im Grunde. Ja. Eine Geschichte, ich weiß nicht, ob es Legende ist, aber ob ich sie selber erlebt habe. Am letzten Drittel, also kurz vor der Kaserne im Lochacker, gab es einen Kinderspielplatz, den gibt es glaube ich heute noch. Und da war so eine umrandete Sandgrube, ja, und eine Schaukel, eine Kinderschaukel. Die gab es auch nach dem Krieg noch. Und darauf wurden Besatzungssoldaten festgebunden und gezüchtigt. Also von ihren weißen Franzosen, die Algerier-Franzosen oder die da hauptsächlich waren, ausgepeitscht. Wahrscheinlich um dem deutschen Publikum zu zeigen, wir lassen Vergewaltigungen nicht vor und solche Dinge. Ich weiß nicht mehr, ob ich es selber gesehen habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, oder ob ich das von Freunden erfahren habe. Ja, das hat sich jedenfalls tief eingeprägt. Ja, ist richtig. Ja, und gab es noch irgendwelche Auffälligkeiten im Positiven oder im Negativen mit den sogenannten Besatzungssoldaten? Ja, natürlich, klar. Mein Onkel, der überraschenderweise dann sehr früh wieder da war, im Unterschied zu meinem Vater, auf der Hauptstraße, der hat Einquartierung gehabt von Franzosen. Und obwohl die Franzosen ja ein sogenanntes Fraternisierungsverbot hatten, unter erheblichen Strafandrohungen, haben die fraternisiert. Offensichtlich haben die einigermaßen Deutsch gekonnt, die Franzosen, die da einquartiert waren, bei meinem Onkel. Die haben jedenfalls ein ziemliches Highlife da zusammengeführt. Mein Onkel, Tante und das Ehepaar, das dort einquartiert war, per Du. Und die haben, wenn sie dann auf Urlaub gegangen sind, die Franzosen, haben dann Weine mitgebracht und Strümpfe und Likör und Schokolade und alles mögliche Französische, was ja toll war, ne? 1946, 1947, muss man sich immer vorstellen. Und mit denen ist es ja prima gegangen. Ja? Es gab solche ganz anderen Schichten auch, natürlich, klar. Können Sie daran erinnern, wie die Franzosen dann auch in die Stadt ausgegangen sind, wenn die mal in die Stadt in Lokale gegangen sind, haben nach deutschen Mädchen geguckt? Oder? Da kann ich wenig dazu sagen. Da war ich nicht in der richtigen Ecke. Nee, das weiß ich nicht. Nee. Kommen wir nochmal zurück. Sie haben ja in Speyer gelebt. Sie waren dann da vielleicht auch und sind dann mal in einen Verein gegangen, waren kirchlich orientiert, waren vielleicht Messdiener. Gab es da Erfolge? Also mit kirchlich muss ich sagen, dass ich aus einer väterlicherseits aus einer sehr katholischen Familie stamme. Ja. Und dass an Vaters Stadt mein Großonkel, der Franz Klimm, im Marienheim seine alten Tage verbracht hat und der mich da sehr oft gesehen hat. Ich habe ihn oft besucht. Und der war sehr fromm, der hat jeden Tag das Brevier gebetet. Ich habe dort auch alle katholischen Utensilien eines Pfarrers gesehen. Aber er hatte sich im Alter von 40 Jahren dispensieren lassen vom Messe halten, sodass er seinem Haupthobby, nämlich der Domforschung, er war Baugeschichtsforscher und Kunsthistoriker, und zwar hohen Grades, er hat Domführungen gemacht. Er hat 1930 schon das Domjubiläum, die Ausstellung hat er organisiert schon gehabt und damals das erste Dombuch geschrieben. Kurzum, das war der Mann, wo auf die wissenschaftlichen Institute vom Krieg schon, die Kunsthistorischen aus Marburg, Freiburg, wo die berühmten waren, ihre Studenten, ihre Doktoranden immer hingeschickt haben nach Speyer zu ihm, weil er dermaßen gut, kompetent war über diese ganze baulichen Zusammenhänge. Und der stand ja auch am Anfang dieser Restaurierung des Doms. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück. Und der war ja Pfarrer und hat ja einen Einfluss gehabt als Pfarrer. Ja, und er hat
der war so fein, der wusste, dass meine Mutter antiklerikal war und hat sie nie bedrängt, obwohl er ja ein paar Meter nur entfernt gewohnt hat. Er ist öfter zu uns herübergekommen. Er hat nie Fragen gestellt, ob ich in die Kirche gehe. Er hat nie Fragen gestellt, ob ich Messdiener werden will. Um mich herum waren viele Messdiener, die waren viel heidnischer als ich. Aber ich war nie Messdiener, ich musste es nicht sein, war prima. Der hat mich ganz andere Sachen gelehrt und dafür bin ich natürlich dankbar. Wenn ich dort war, und dann haben wir ernsthaft kunsthistorische Bilder betrachtet. Überlegen Sie mal, ich war 7 Jahre alt und ich habe Hieronymus im Gehäus, Schongauer und so weiter. Ich habe abpausen sollen und die Bilder hat er mir interpretiert. Ich sollte das kapieren, wer der Hieronymus war und die Madonna im Rosenhag. Das war toll. Das war eigentlich die erste Begeisterung, die, die eigentlich jemand als Persönlichkeit an, an Sie gebracht hat. Das, ich bin da, und Sie sind ja dabei auch geblieben bei der... Mehr oder minder. Ich habe später ja auch im Nebenfach Kunstgeschichte studiert, allerdings nicht weiter verfolgt. Aber durch meinen Vater, der ja da auch in der Nähe war als Architekt und Kunstliebhaber, war ich da drin, ja. Okay. Und dieser Onkel, den schätze ich sehr. Sehr, das war ein sehr feiner Mensch und er war auch sehr beliebt. Er hat ja vor dem Krieg noch all diese im sogenannten Kasten, da waren die angehenden Lehrer, katholischen Lehrer, die katholische Religionslehre auch lernen mussten, die hat er unterrichtet und da gab es ja etliche, die ich noch kennengelernt habe, die waren so begeistert, sagen, der Mann hat die alle mitgerissen durch seine Art, wie er halt die Führung gemacht hatte und wie er halt sowieso war. Ja, toll. Ja. Und wenn der mit mir die Ludwigstraße entlang gegangen ist, mit seinem Priesterhut und seiner langen Kutte, eine schlanke, große Gestalt, nicht daneben dran, als 7-Jähriger, dann haben die Leute eher gebürtig. Und er ist dann zum Museumsdirektor gegangen, mit dem hat er sich hier ausgetauscht. Er hat ja allerhand Entdeckungen gemacht, außerhalb des Doms ja auch. Die Bärbel von Odenheim hat er wieder entdeckt, Straßburg, eines der Hauptwerke der Frührenaissance in Deutschland und so weiter. Das, da können wir aber später drüber, da über den Mann, so, Mann nochmal extra erzählen. So viel, und das hat mich natürlich mitgeprägt mit dem Fußball, also Fußball und das. Und das waren eigentlich die Haupthobbys, die außer der Schule... Ja, Schule war kein Hobby von mir. Das muss nee, außer der Schule gab es dann also Fußball und der Großonkel, der hat... Ja, der wollte, dass ich in unserem Haus unten archäologisch tätig werde. Und das war so ein Anbau, ein kleiner. Und im Anbau, praktisch im Keller, und da haben wir eine Bude gehabt. Und darin haben wir uns mit den Freunden, mit meiner Bande und so oft getroffen. Und da wollte er, dass ich dort archäologische Funde, die er mitfindet, aber ich selber auch finden sollte, da hinein. Also das war enorm. Aber Sie sind dann doch irgendwann mal in Vereine reingegangen. Ja, Sie das war aber spät. In einem Sport- oder Fußballverein. Ja, erst 54. Ja gut, dann können wir mal darüber erzählen. Ja, das war relativ spät. Mein Onkel war begeisterter Leichtathlet gewesen. Ein Onkel Franz. Onkel Franz. Ein Onkel Franz, ja. Ein Bruder vom Vater. Ja, der Textilkaufmann. Ja. In der Hauptstraße, der war in seiner Jugend Leichtathlet, relativ erfolgreich und der hat mich da rübergezogen, weil mein Vater hat kein Interesse an Sport gehabt und der hat mich in den TSV hineinbuxiert und in den Tennisclub. Tennisclub bin ich nicht lang geblieben, aber im TSV, da habe ich eine kleine Leichtathletikkarriere gemacht dann. Ja, und was haben Sie da gemacht und erlebt noch? Erzählen Sie mal. Ach Gott, viel. Wer waren da dabei? Gab es da Trainer? Da gab es eine Gruppe, die ihre Jugend eigentlich, ihren Höhepunkt im direkten Nachkrieg hatte. Das waren die Leute um Steinmetz, Denzinger und so weiter. Das waren unsere, die uns eingeführt haben in den Sport. Ich war 14 Jahre alt, da war ich natürlich noch nicht so. Und die haben uns trainiert und das waren Vorbilder. Richtige Trainer haben wir nicht gehabt. Der Sportplatz war leidlich, es war Aschenbahn, ein bisschen rumpelig alles. Und, ja.
Und da gab es den Sebel Götz. Was hat er gemacht, alles, der Sebel Götz? Der Sebel Götz, der war Mädchen für alles dort. Der hat die Geräte in Ordnung gehalten, der hat gewalzt die Bahn, wenn sie ein bisschen Unordnung geraten war. Der hat Spuren gezogen. Und der hat uns geholfen, wenn wir irgendwas gesucht haben, einen Stabhoch, Sprungstab oder sonst was. Da war er immer zugange, war immer sehr freundlich. Das war ein Netter. Und ja, mit dem haben wir laufend Umgang gehabt, mit dem Vorsitzenden Heidrich haben wir wenig Umgang gehabt. Da haben wir sogar dann später, wie man so 18, 19 war, eine kleine Revolution gemacht, weil uns das nicht gefallen hat, wie der Verein geführt worden ist. Aber bitte, das war das Alter, wo man sowieso revolutionär ist. Mhm. Aber vorher war dann eine kleine Karriere. Ich habe dann gemerkt, bei den ersten Sportfesten, dass ich mit vorne lag, dass ich auf einmal gewonnen habe. Gewisse Disziplinen waren für mich gut. Ich bin dann aufgestiegen, bis ich bei den deutschen Jugendmeisterschaften mitmachen durfte, mhm, und so weiter. Und dann war meine Speicherzeit zu Ende und in der Bundeswehr, wo ich war, habe ich mir den Fuß dermaßen umgedreht, dass praktisch das Sprunggelenk, das hier nötig war für meinen Sport, Hochsprung, Weitsprung, Stabhochsprung und so weiter, nicht mehr gescheit da war, sodass Spitzenleistungen ausgeschlossen waren. Und das hat mich auch mit Beginn des Studiums dann davon abgebracht. Ja. Also, das habe ich dann auch nur zum Spaß noch nebenher Stabhochsprung gemacht. Da habe ich es aber auch geschafft. In kurzer Zeit war ich da in der besten Liste stand. Habe ich mich jetzt noch vorgefunden, in den besten Listen von damals. Ihr habt also bestimmt zweimal in der Woche trainiert und dann zweimal ging mehr und im Wald. Und im Wald. Im Wald, auch sonntags morgen. Da haben wir eine Grube gegraben, wo man zum Beispiel hat Weitsprung üben können. Unter dem Moos, die haben wir dann zugedeckt, dass das nicht verschwindet und so. Da sind wir dann einmal zusätzlich zu den zweimal trainieren. Wir haben nicht häufig trainiert, aber in den Wald haben wir aus eigener Initiative noch dazu gemacht. Und das war sehr, sehr, sehr schön im Wald. Und wenn ihr auf so Sportfeste gegangen sind, es gab ja damals noch nicht so viele Autos, da seid ihr mit dem Fahrrad hingefahren, im Zug, ist das da? Ja, da muss man dreimal umsteigen und die Orte, wo das manchmal ausgetragen war, das waren manchmal Dörfer und da ist man ja kaum hingekommen. Nussdorf bei Landau oder Hagenbach oder was weiß ich, das war schwer zu erreichen. Ja. Da kann mich noch erinnern, wir mit unseren komischen Stabhochsprungstäben. Ewig lang aus Aluminium. Die mussten wir in den Zug hinein buxieren und haben alle gestört. Ja. Ohne Auto ist das schwierig. Dreimal umsteigen, dreimal die Leute mit ihren Koffern und die haben sich aufgeregt, dass man da mit so einer Stange kommt, was machst du da und so. Das war nicht so lustig. Es war sozusagen mit Entbehrungen verbunden. Geld hat man dafür auch nicht bekommen, sondern man hat eher gezahlt, ne, für diesen ganzen Spaß. Und die Anlagen waren nicht zu vergleichen mit heutiger Hochleistungssport, mit allen möglichen Unterstützungen, die man da bekommt heute, mit psychischen Trainern und Ernährungsberatern und überhaupt Beratern. Das war ja alles nett. Wir haben das gemacht. Wir haben sogar unsere eigene Weitsprunggrube am Eselsdamm, die haben wir selber gemacht, weil der Verein dazu offensichtlich nicht in der Lage war. Da hat sein Geld anders ausgegeben. Und der arme Götze Seppel, der hat es auch nicht mehr fertig gebracht, war zu alt. Gab es in Speyer Personen oder in der Bundesrepublik, die irgendwo einen begeistert haben, die irgendwo als Vorbild gedient haben in den 50er Jahren? In den 50er Jahren Vorbild? Bei mir? Oder im Positiven oder im Negativen? Das kann es ja auch geben. Ja, ich muss also ehrlich sagen, dass mir der Adenauer nicht imponiert hat und dass ich mich als ganz, wie der dann die absolute Mehrheit bekommen hat, das war für mich shocking. Ich war ja noch nicht wahlberechtigt, aber ich war politisch schon irgendwie drauf. Das hat mir nicht gefallen. Ja, ansonsten konnte ich das nicht richtig beurteilen. Das muss ich natürlich zugeben. Ja. Aber die Richtung, die anderen Politiker, keine Vorbilder in den 50er Jahren, das muss ich schon sagen. So intensiv war das nicht. Die Speyerer Politik, nein. Da kannte man den Oberbürgermeister, aber der war ja, mein Gott, neutral, hat er so
regiert und die CDU, mein Gott, die war nicht mein Ding. Die war nicht mein Ding, muss ich sagen. Da war ich schon früher anders. Die Kulturpolitik in Speyer, die hat mir überhaupt nicht gefallen, sodass ich als früher reifer Gymnasiast, der ich sowieso angeeckt habe, immer mal wieder, die mich bemüßigt gefühlt habe, die zu kritisieren in einem Zeitungsartikel, der tatsächlich in der Rheinpfalz 1957 erschienen ist, über das lahme, uninteressante Kulturleben in Speyer. Das Stichwort Gymnasium war eben wichtig. Wir haben ja vorhin schon gehört, Sie waren dann 4 Jahre in der Volksschule, dann haben Sie ein Gymnasium besucht. Und welches Gymnasium und was haben Sie da erlebt? Heißt heute Gymnasium am Kaiserdom. Das hat damals 2 Abteilungen gehabt, humanistische und naturwissenschaftliche Abteilung. Mein Vater, der aus dem Krieg zurückkam, der war zwar Geisteswissenschaftler, aber er hat gemeint, die Zukunft ist rein auf dem Technologischen. Und er hat gesagt, ich soll Naturwissenschaften studieren. Also habe ich im naturwissenschaftlichen Gymnasium die strengen Physik, Mathematik, Chemie und so weiter lernen müssen. Und da haben wir auch strenge Lehrer gehabt. Teilweise. Und dazu kamen noch die, war überhaupt sehr streng, das fing ja schon morgens an, wenn man nicht pünktlich um 8 Uhr am Eingang des Gymnasiums stand. Und dann hat einem der damalige Direktor Lehner eine Ohrfeige verpasst. Der stand da und hat mit kräftiger Hand Ohrfeigen ausgeteilt, sodass die Leute dann tatsächlich pünktlich gekommen sind. Das war schon so. Und na gut, Prügelstrafe. War vielleicht schon im Unterschied zu Bayern abgeschafft damals, aber die Lehrer haben teilweise noch heftig geschlagen. Ja, kann mich erinnern. Ja, so war das nicht. Und wir haben sehr viele Lehrer gehabt, die halt noch aus der autoritären Zeit des Vorkriegs stammten, um nicht zu sagen Nazis waren, und die ganz andere Auffassung hatten von Unterricht. Und dann haben wir solche unsicheren Lehrer gehabt, wie zum Beispiel mein Deutschlehrer, ich will den Namen nicht nennen, der gemerkt hat, dass ich aus einer Familie stamme, die ein bisschen bürgerlich, in Anführungszeichen, vielleicht sogar großbürgerlich, und er scheint in Ludwigshafen aus dem Hemshof gekommen zu sein. Und der hat einen gewissen Dings gegen mich gehabt, weil ich in meinen Aufsätzen, Besinnungsaufsätzen, musste ja man schreiben, etwas formuliert habe, wo er nicht ganz einverstanden war. Irgendwann habe ich geschrieben, dass das Fernsehen das Familienleben tötet. Das hat ihm gar nicht gepasst, weil er wahrscheinlich jeden Abend vom Fernsehen schon saß. Das war ja damals ein Programm. Und das hat man dann ziemlich genossen. Die Lehrer haben da laufend davon erzählt, wenn er nicht gerade von seinen Kriegserlebnissen erzählt hat. Und der Mann hat mich dann wirklich auf dem Gürtel gehabt. Der hat mich dann so geplagt, mir immer schlechte Noten gemacht. Bis zum Abitur haben wir den gehabt als Deutschlehrer. Ich habe immer schlechte Noten bekommen von ihm. Egal wie gut meine Aufsätze waren. Und erst wie dann zentral im Abitur die Aufsätze korrigiert worden sind, habe ich den besten Aufsatz, das ist an mich gedrungen gehabt. Das war überraschend. Ist doch gut, ja. Das war überraschend. Ja, ja. Und den habe ich dann nochmal getroffen, in Semesterferien beim Buchhändler Höbermann. Da war er sehr verschämt mir gegenüber. Wahrscheinlich hat er ein schlechtes Gewissen gehabt. Der hat mir die Noten versaut, den Notendurchschnitt. Das ist ziemlich versaut. In eurer, und dann haben wir noch andere Lehrer gehabt. Also ich will nicht über die Lehrer herziehen. Die Lehrer waren nicht meine Freunde. Es gibt ja da so ein Klassenbild von Ihnen, das ist als Schüler, wo ihr euch nochmal getroffen habt. Und da wird ja auch erzählt von einem Vorgang, wo ihr da im Taunus waren. Im Taunus, ja, Klassenfahrt. Klassenfahrt, ja. Was habt ihr da erlebt? Oder was habt ihr als Penela damals alles angestellt? Wie habt ihr die Lehrer geärgert? Ihr müsst ja doch. Also haben wir da viel angestellt. Bei der Klassenfahrt haben wir nicht viel angestellt. Das waren Eintagesfahrten. Wir waren mal in Mainz beim Bögler, das war ein SPD-Mann, der hat so Klassen geführt, und wir haben halt voller Ehrfurcht gehört, dass da ein Parlament gibt, Rheinland-Pfalz ist es und so. Das war nicht besonders aufregend. Am Taunus, ich weiß nicht, auf was Sie anspielen, da ist nichts Besonderes vorgefallen. Okay, gut. Nee, das Klassenbild, ja,
Wir treffen uns nicht mehr, weil eine Klassenkameradin, die immer gesorgt hat, dass die noch zusammen ist, die ist in diesem Jahr gestorben. Aha, und dann ist es niemand mehr da? Es ist niemand mehr da, wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr treffen und es werden immer weniger. Das ist halt so in unserem Alter. Ich bin ja 78 Jahre alt. So ist ja, ihr habt also gar nicht viel angestellt mit euren anderen Lehrern, mit Lehrern oder mit dumme Geschichten? Dumme Geschichten erzählt. Oder in der Stadt irgendwas angestellt? Ja, doch. Oder waren ihr so brave Buben? Nee, wir waren keine braven Buben, aber wir waren nicht einheitlich. Da gab es Gruppen, die haben tatsächlich Dinge gemacht, die weiß ich gar nicht genau. Da ich also meistens, ja, mit denen war ich nicht zusammen. Ich weiß nicht, was die alles getrieben haben im Domgarten. Ja, ich war ja oft am Samstag auf Sportfesten. Ich musste mich ja frühzeitig vom Unterricht absentieren. Dann war ich sowieso weg und dann habe ich trainiert und so weiter. Also mit diesen komischen Dingen, die da manche getrieben haben, habe ich wenig zu tun. Einmal soll was vorgefallen sein, da soll man eine Party gehalten haben, da am Wasserturm in dem Lokal. Da bin ich auch sehr genannt worden, irgendwann. Erotische Dinge, da war ich gar nicht dabei. Ich will das aber nicht abstreiten. Nee. Ja. Ist ja in Ordnung. Die haben dann Abitur gemacht und mussten sich dann für irgendwas entscheiden. Sie gingen dann zur Bundeswehr, haben Sie gesagt? Ja, es war so. Und dann zum Studium. Ja, mit der Bundeswehr, das war natürlich so eine Geschichte. Mein Vater war zwar 10 Jahre lang in Russland, aber das hat... Ich wollte ja eigentlich gar nicht zur Bundeswehr, aber das hätte nichts genutzt, denn der Ausschuss, der darüber entschieden hat, damals, so war das noch, vor 1968 oder noch ein bisschen früher, der Ausschuss war streng und die hätten nichts gelten lassen bei mir. Bei der Musterung haben sie gesagt, ich soll doch zu einem Fallschirmjäger gehen, weil ich sportlich war und so weiter, also Fallschirmjäger, ne. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann... Wenn Sie jetzt nicht zur Bundeswehr gehen, dann gewärtigen Sie, dass Sie mitten im Studium herausgeholt werden. Das hat mir Angst gemacht. Und da wollte ich lieber die Bundeswehr hinter mich kriegen. Und zwar nicht in einer Karriere als Dingsleutnant, sondern als Gefreiter höchstens abgehend. Ein Jahr. Und so habe ich es auch gemacht. Und das Jahr war natürlich auch ambivalent. Das war genau das Jahr, als Franz Josef Strauß Verteidigungsminister war und ich in Fürstenfeldbruck war, als in der Presseabteilung. Und da musste ich immer erzählen, dass wieder das neue Flugzeug, das der Franz Josef Strauß da bestellt hat, in großer Zahl, Lockheed, F-104G, dass es jede Woche eins abgestürzt ist. Das war nicht so lustig. Außerdem mussten wir für Franz Josef Strauß die Wiege für seinen Sohn basteln und so weiter. Außerdem waren das lauter solche wie ich, die eigentlich gar nicht zur Bundeswehr wollten. Das war eine ganze Kompanie von Leuten, die eigentlich dort... Und wir haben das Gewicht bekommen über die, weil die meisten von unseren Vorgesetzten alte Nazis waren, deren Karteikarten wir geordnet haben, wo wir sehen konnten, was die für Karrieren in der Wehrmacht machten. Die haben also eine gewisse Schwäche gegenüber uns gehabt, weil wir ja alle Abiturienten waren, alle Abiturienten aus ganz Deutschland. Und ich war ein Sonderfall, weil ich gut in Leichtathletik war noch. Durfte ich trainieren, sodass ich alle mühsamen Klettereien da nicht mitmachen musste oder ganz selten und trainieren konnte. Und da ich Meister im Weitsprung und im Hochsprung des Kommandos der Schulen in der Luftwaffe wurde, musste mich ein alter Kampfflieger, Wehrmachtskampfflieger, der musste mir gratulieren zu meinen Siegen. Das war so. Das war toll, ja. Das war toll, ja. Gut. Aber dann haben Sie ein Studium angefangen und da können Sie mal über das Studium erzählen. Das war ja dann eigentlich der Abschied von Speyer. Ja, je mehr. Speyer hat sich gut geprägt, ja. Da erinnern sich heute noch gut dran, aber dann kam das Studium. Wo war das? Was haben Sie da studiert und warum? Ich habe in der Bundeswehr einen Gleichgesinnten gehabt auf der Bude, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Der hat eine Karriere als Germanistikprofessor gemacht hat in Frankreich.
Und wir haben uns praktisch gegen diese Bundeswehrambiente gestellt und haben uns hineingesteigert in Kultur, Geisteswissenschaften und so weiter. Er praktisch wie ich. Und haben uns laufend ausgetauscht und haben beide gemeinsam dann in München angefangen. Voller Begeisterung und voller Enthusiasmus, der uns allerdings beiden sehr schnell vergangen ist in München, weil das halt doch eine sehr konservativ geführte Universität war und wir andere Vorstellungen als 20-Jährige hatten, welche Lehrer wir da haben sollten. Wir haben dann auch gewusst, dass die im Dritten Reich teilweise Philosophen waren und so weiter. Und das war alles noch nicht so aufgedeckt wie heute. Heute weiß man das noch besser, aber wir haben es gespürt. Er konnte sich, weil er aus reichem Haus war, leisten, die Universität sehr schnell zu wechseln. Der ist dann über Bonn, hat mir auch nicht gefallen, nach Paris gegangen. Mhm. Und ich bin eine Zeit lang in München geblieben, habe dann irgendwann das nicht mehr gut gefunden und habe mein Studium praktisch in einer anderen Universität weiter fortsetzen wollen. Habe ausprobiert Tübingen, Heidelberg, Bonn. Habe mich für Heidelberg entschieden. Habe dann gemerkt, dass es auch schwierig war. Ich war gut, aber ich habe trotzdem nicht weitergemacht. Habe gedacht, hörst auf mit deinem Germanistikstudium, machst was anderes. Und also nur Germanistik studiert? Germanistik und Philosophie und Kunstgeschichte. Ja, das waren die Fächer, die ich damals... Das waren zwei Nebenfächer und ein Hauptfach. Und dann habe ich dort in Heidelberg nach einem Semester, obwohl da ein paar gute Leute waren, das muss man ja sagen, damals war Habermas in den, und Löwit, aber mein Gott, es war trotzdem, ich war irgendwie, wollte ich was Handfestes machen und habe abgebrochen. Und habe mich dann bei der Rheinpfalz beworben, um Redakteur zu werden, was Handfestes. Und das habe ich auch gemacht. Und dann war ich in den Lokalredaktionen in Speyer bei der Rheinpfalz, in Landau und in St. Ingbert im Saarland. Völlig verschiedene Redaktionen. Im Saarland war das, hieß die Westpfälzische Rundschau, die gibt es heute gar nicht mehr. Mhm. War die Konkurrenz, das war echte Konkurrenz mit der Saarbrücker Zeitung. Und da habe ich es immerhin auch sehr schnell weit gebracht. Nach anderthalb Jahren, ein Dreiviertel, haben sie mir angeboten, in Speyer den Hauptredakteur zu werden. Mhm. Aber wiederum habe ich nicht kontinuierlich weitergemacht, weil mittlerweile meine Erfahrungen auf dem Gebiet der Rheinpfalz nicht mehr so waren, wie ich sie mir vorgestellt habe. Denn die haben meine Recherchen in St. Ingbert, wo ja das Saarland noch nicht so gefestigt war mit Deutsch, das war 1965, bei Verleihung, ich kann die Geschichte erzählen, zweimal sind Bundesverdienstkreuze an sehr rechte Leute verliehen worden. Und ich habe von französischer Seite in meinen Recherchen beigebracht, dass die ziemliche Nazis waren. Mhm. Und habe das in die Zeitung geschrieben, dort. Und da habe ich dann Rügen bekommen aus Ludwigshafen, der Zentralredaktion. Das hat mir nicht gepasst. Solche Dinge haben mir nicht gepasst. Da dachte ich, da machst du auch nicht weiter. Dann studierst halt fertig. So habe ich dann, dann waren ein paar Verbindungen noch von München her nach Wien und von St. Ingbert nach Wien. Die haben mir das so dargestellt, das ist ganz anders, das ist ja eine ganz andere Atmosphäre. Und da habe ich gedacht, ja, dann machst du dann halt schnell in Wien fertig, dein Studium. Das hat sich aber dann ein bisschen gezogen noch. Mhm. Ja. Dann haben Sie das beendet und haben dann beendet mal promoviert. Und hab dort promoviert und habe gut promoviert, sodass ich, dass meine Dissertation gedruckt worden ist von Österreich. Ich und was war ein Thema? Das war ein Thema über Literatur im 19. Jahrhundert in Österreich, und zwar über ganz spezielle Literatur, die Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Makart-Zeit, das ist also dieser Genremaler, der die ganze Wiener Haute-Volée gemalt hat, geschmackig und schön. Und da gab es einen entsprechenden Schriftsteller drumherum, der entsprechende Bücher geschrieben hat. Und den habe ich praktisch als Monographie herausgearbeitet, mit allem drum und dran.
und das war sozusagen das Opus Magnum von mir, und das war, hat ihn so begeistert, dass er mich, wo ich zwischenzeitlich nicht mehr in Wien war, sondern in Italien als Lektor für Deutsch, zurückgeholt haben an die neu gegründete Universität in Klagenfurt, damals neu gegründet, weil der damals frisch installierte Germanistikprofessor mich noch gekannt hat von Wien aus und mich sehr geschätzt hat, er wollte mich als Assistent. Und wie es halt kommt, nach 3-4 Jahren, ich habe sehr viel dort gearbeitet, um mich herum waren die deutschen Urlauber im Wörthersee und ich habe gearbeitet. Und er hat auch viel gearbeitet, der mich geholt hat, aber der kam dann unter den Druck von Kollegen, die ihre Söhne untergebracht haben. Mhm. Und das, da wurde ich nivelliert und das hat mir auch wieder nicht gepasst. Mir hat halt dreimal etwas nicht gepasst, sodass ich dann auf einmal nichts war. Ja. Ich habe selber dort, ich hätte habilitieren sollen damals, aber unter den Auspizien, die sich da angebahnt haben, hat das mir nicht gepasst. Ich habe meine Frau kennengelernt dort, die als Lektorin für Französisch, als Französin dort gelandet ist. Und da sind wir beide von Österreich abgehauen und ich war dann arbeitslos. Das erste Mal arbeitslos. Und sie hat einen Job in Augsburg bekommen als Lektorin. Und so sind wir in Augsburg gelandet. Das war mehr oder weniger Zufall. Das war ein Zufall. Ja, und in Augsburg haben Sie dann irgendwann auch mal wieder gearbeitet? In Augsburg habe ich gearbeitet. Ja, ich habe vorher beim Verlag Dokumentation in der Nähe von München gearbeitet. Das war reine Ausbeuterei. Da hat man für wenig Geld viel arbeiten müssen, wie Verrückte. Seriös. Aber Ausbeuter, unvorstellbar. Ich kann ja die Einzelheiten alle erzählen, das führt zu weit. Wir haben keine Zeit dazu. Aber dann war ich wieder arbeitslos. Dann hat mich ein ehemaliger Speyerer Kumpel, der mittlerweile mit der Gewerkschaft DAG Riesenkarriere gemacht hat, in Hamburg mittlerweile, ganz in der Spitze, der hat mir einen Job verschafft in Augsburg. Dann habe ich Spätaussiedler unterrichtet. Das habe ich dann 6-7 Jahre lang gemacht. Und dann ist es nicht mehr unterstützt worden durch Bundesmittel, haben die kein Geld mehr bekommen und dann haben die das aufgelöst. Da war ich wieder arbeitslos. Und dann bin ich über so Maßnahmen und so weiter beim Bezirk Schwaben gelandet, innerhalb einer CSU-geführten Dings. Als nicht parteigebundener. Komischerweise haben sie mich trotzdem genommen, weil einer gemerkt hat, dass ich gut bin, sozusagen, in Anführungszeichen. Und ich habe mich bewährt und dann bin ich dann auf einmal Pressesprecher geworden und alles Mögliche. Da bin ich 20 Jahre geblieben in einer Umgebung von Beamten und Politikern. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Speyer. Sie haben ja auch zur Speyerer Geschichte auch einige Bücher geschrieben oder zur Pfalzgeschichte. Was haben Sie dann da alles so gemacht? Sie haben, glaube ich, über den Dom mal ein Heftchen gemacht. Dann haben Sie ja, mit dem Dom. Über deutsch-französische Zusammenhänge. Ja, über den Dom, das war sozusagen Familienerbe. Da mein Großonkel, von dem ich vorhin gesprochen habe, der mich an Vaterstadt erzogen hat, da der X-Domführer veröffentlicht hatte, bis zum Dombuch, und die dann zu anderen Verlagen gelandet sind, weil er längst tot war, und mein Vater dann noch weitergeführt hat, immer ein bisschen Ajour gebracht, da, wie dann niemand mehr da war, war ich da, und da ist der Verlag an mich herangetreten, ich soll eine Neuauflage machen, und das habe ich dann gemacht, da war ich dann schon in Rente, denn das war praktisch neu. Ja, weiter. Das ist aber jetzt, das läuft jetzt auch aus. Das läuft jetzt aus. Ja, 10 Jahre lang hat es noch, war das sozusagen ein Nachspiel von diesem Domführenden vielen von meinem Großonkel. Ja, und dann schlage ich nahe, Europa, natürlich, die Generation, ich gehöre zur Generation Europa, wir sind angetreten mit deutsch-französischer Verständigung, ich habe eine Französin geheiratet, da wollte ich, da dachte ich mir, nach Fall der Mauer,
Jetzt wächst Europa noch stärker zusammen und wir müssen was tun für die Mitte Europas. Das ist ja unsere Gegend, das alte Burgund und die Pfalz und das Elsass und Luxemburg. Das könnte doch, da müsste doch sehr viel jetzt rüber und rüber gehen in Europa. Das ist ja das Kernland. Und da habe ich mich bemüßigt gefühlt, erstmal eine Geschichte der deutsch-französischen Pfalz zu schreiben. Und das habe ich gemacht mit Erinnerungsorten, wo eben Franzosen gewirkt haben in der Pfalz und wo heute fast nichts mehr davon erlebbar ist. Das wollte ich in diesen Erinnerungsbuch. Und das war das eine Buch. Und das andere war dann 10 dieser Persönlichkeiten, deutsch-französischen Persönlichkeiten, die mehr oder minder sehr bekannt sind, die habe ich dann biografisch porträtiert. Nicht neu erforscht, das muss ich sagen. Das sind Kompilationen, allerdings bin ich schon weit gegangen mit dem Kompilieren. Ich wollte keine Fehler machen. Das ist sehr gut angekommen, das Buch wird heute noch verkauft. Und ein drittes wollte ich noch machen, ein Reiseführer für Pfälzer in Paris. Denn das ist ja nicht evident, wenn man durch Paris geht, dass da Pfälzer gewirkt haben. Ja, oder der Nachfahren. Das wollte ich, da habe ich Material gesammelt und dann, ich habe sehr viel Material, aber ich schaffe das nicht mehr auf der Höhe, wie ich mir das vorstelle, zu schreiben, auch gesundheitlich nicht mehr, sodass ich eine Stoffsammlung habe und das nicht vollenden kann. Das ist sehr traurig für mich, aber ich habe mich damit abgefunden. Welche interessanten Personen sind Ihnen irgendwo im Leben mal begegnet? Kann man da irgendwelche Personen? Ja, ich kann einen Speyerer nennen, der mich sehr beeindruckt hat, der mich am meisten von allen beeindruckt hat. Okay. Das war der Sohn Franz, der Franz-Sohn. Hat in Hasenpfuhl gewohnt? Im Hasenpfuhl, Sonnengasse 3 oder was, direkt hinter der Brücke, mit tollem Ausblick auf die Nordseite vom Dom. Und der hat so eine Art Salon, kann man das nicht nennen. Das waren Zusammenkünfte und der hat da so das geistige Speyer um sich herum gesammelt. Ich habe den gekannt vom Hörensagen nur, weil mein Vater dort auch war immer und erzählt hat. So interessant, der Sattlermeister und der so viel erlebt hat und so viel erzählen kann und der so wiff ist und toll und alles beherrscht, die Gespräche, unheimliche Figur. Hat mein Vater immer erzählt, ich war nie dabei. Der war ja in der Zwischengeneration, eine halbe Generation älter als ich. In München habe ich dann einen Speyerer näher kennengelernt, der Klasse im Gymnasium Böhmermeer war. Der war ein kompletter Anhänger von dem, der hat ihn genauer kennengelernt, der hat mich da eingeführt. Und seitdem war ich ein unheimlicher Anhänger vom Sohne Franz. Habe ihn genauso faszinierend gefunden, habe auch Abende miterlebt, die waren umwerfend, die kann man nicht nacherzählen, wie der diese Leute rhetorisch beherrscht hat, wie er sie interessiert hat, wie die begeistert waren. Also diese, in Anführungszeichen, Notole von Speyer, waren auch Künstler und alles Mögliche. Und er hat ja Geschichten erzählt, wo ich nicht weiß, ob er geflunkert hat. Der war ja 1948, war er dort schon, als Sattler. Und da hat er mit dem Merseburger, der war mit dem Journalisten Merseburger, der war mit ihm befreundet. Und der hat ihm Leute zugeführt. Und da ist eines Tages der sehr alte Nobelpreisträger, französische André Gide, die engen Treppen von dem Sattlerhaus dort hochgelatscht. Ja, dann war er beim Ernst Jünger und dann haben sie zusammen philosophiert, der Sohn Franz und der Ernst Jünger am Bodensee. Der Ernst Jünger hat den Apfel in die Hand gehalten und hat gesagt, das ist ein Apfel. Und der Sohn Franz hat auch gesagt, das ist ein Apfel. Das waren sehr beeindruckende Geschichten, die uns alle begeistert haben. Okay. In einem zweiten Teil wollen wir uns dann irgendwann nochmal unterhalten über Ihren Vater, über Ihren Großonkel Franz Klimm und über den Franz Klimm, den Geschäftsmann und den Fotografen. Aber noch eine kleine Geschichte können Sie erzählen. Ihr Onkel Franz Klimm, der hat fotografiert und gefilmt. Und er hat ja 1938 eine ganz besondere Filmaufnahme gemacht. Können Sie da mal darüber erzählen? Ja, es geht um den Brand der Synagoge in der Heidenreichstraße. Er hat ja das Judenhaus, Altschüler,
In Speyer. In Speyer dann gehabt. Und von dort aus konnte man direkt in die Straße der Synagoge, in die Heidenreich Straße hineinschauen. Und als der Brand war, hat er verbotenerweise am 10. November, einen Tag später, Wie die Menschen dort standen und haben einerseits das Nachbarhaus, was auch ein Judengeschäft war, demoliert haben, aufgenommen und den verbleibenden Rauch von der Synagoge, den sieht man da auch noch, aufgenommen unter gewisser Gefahr, denn das war ja nicht, unbedingt nicht erlaubt. Ich habe dann mal gegoogelt, wie viele lebende Bilder, Filme es gibt von rauchenden Synagogen. Standbilder gibt es jede Menge, aber brennende Synagogen ganz wenig. Das ist eines der ganz wenigen. Ich habe nur zwei gefunden. Und da haben die, diese Aufnahmen, die habe ich mit ihrer Hilfe zusammen und mit der Hilfe eines Verwandten in der Schweiz, der hat die schon vorher präpariert, haben wir die hergerichtet und ich habe sie dem Speyerer Stadtarchiv gegeben und die haben das dann weiter bearbeitet. Und da haben es dann die Juden entdeckt und das habe ich dann weitergegeben im letzten Jahr an Yad Vashem in Jerusalem. Ja, und der Onkel, der hat es doch ganz im Geheimen und Stillen gemacht. Wie hat er das damals gemacht? Ja, angeblich, das weiß ich natürlich nicht, wie weit er sich selber stilisiert hat, angeblich ist er festgenommen worden und ist dann befragt worden. Aber wieder frei gekommen, ja. Ob er dort übernachten musste oder was, das weiß ich, das kann ich aber leider nicht mehr fragen. Aber diese Filmaufnahme ist ein ganz besonderes Dokument. Das ist ein ganz besonderes Dokument, die waren ja so begeistert, wie sie es bekommen haben. Und haben sie auch aufgehoben und dann auch bewahrt. Ja, und da ist ja dann das zweite Fernsehen, wollte ja das auch haben, weil die ja über das Stadtarchiv da drauf gezogen sind, weil der Chef von der Zeitgeschichte im zweiten deutschen Fernsehen ein Speyerer Abkömmling ist und der sich natürlich dann gerade für Speyer interessiert hat. Kommen wir nochmal zum Schluss. Da will ich mich nochmal bedanken bei Ihnen, dass Sie sich überhaupt so Zeit genommen haben, sich mit mir da mal über Ihre Zeit in Speyer und die Sie in Speyer erlebt haben. Gerne. Aber was mich zum Abschluss nochmal interessieren würde, wenn Sie heute wieder nach Speyer kommen, was ist da für Sie besonders, was wollen Sie dann sehen oder beobachten? Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Blick vom Dom im Abendschein, wenn es Sonne gibt, im Herbst oder im Frühjahr, die Sonne hinterm Altbörtel hervorlugt und diese ganze Straße so beleuchtet ist und so hell ist und auf die Domfront ganz hell, das ist ein Bild, das ist ja so wunderbar. Aber man kommt dann immer wieder nach Hause. Ja. Also im Kopf sind Sie immer noch Speyer? Ja, natürlich, klar. Manchmal erkenne ich es schlecht, weil gewisse Viertel so umgebaut sind, dass es nicht so sehr interessant mehr ist für mich. Ich bin halt das engere Speyer von damals gewohnt, sprich natürlich meine Ecke, die ich natürlich ganz besonders, da habe ich 19 Jahre gelebt und da kenne ich jede Himmelsform, Wolkenform über dem Lohacker und so weiter. Das ist natürlich unvergänglich. In der Erinnerung ändert sich auch. Ist ja viel steriler heutzutage als zu meinen wilden Zeiten damals. Ja. Okay, ich bedanke mich vielmals, sage Dankeschön. Wir werden uns ein anderes Mal nochmal über Ihre Onkel sogar. Dankeschön. Bitteschön.